Unreal Engine. Powered by Wise. So, und da bin ich wieder, beziehungsweise für YouTube. Herzlich willkommen zu Little Nightmares 2, auch eigentlich für Twitch zu Little Nightmares 2. Ja, jetzt nochmal wieder ein neues Let's Play. Und, ja, wir haben Little Nightmares 1 vor 2 Wochen gespielt. Und, Little Nightmares 2 haben wir noch gar nicht gespielt. Hier gibt's noch nichts bei mir. So, deswegen würde ich jetzt sagen, starten wir ein neues Spiel. Ich hatte gerade aber auch so Schwierigkeiten gehabt, dass das irgendwie mit den ganzen Bildschirmen und so weiter irgendwie nicht gepasst hat. Muss ich gerade noch einstellen, da das ein bisschen lang gedauert hatte. Aber wir starten jetzt einfach mal ein neues Spiel und ja, schauen, was passiert. Ich hoffe, die Lautstärke passt, ist nicht zu laut oder zu leise. Da sind wir. Mit unserer coolen Papiertüte über dem Kopf. Erinnert mich an meine Jugend. Ja, Falli, man muss sich bei dem Spiel die Augen zuhalten, damit die Monster einen nicht finden. Ist sehr zu empfehlen. Das ist der beste Schutz. Gibt plus 20 Schutz gegen Monster. Und ich hoffe, hier passieren jetzt keine Codierungsfehler, wie gerade am Ende von Lucius 3. Am Ende hat mich das auf jeden Fall sehr gestört. Sehr gut. Warte, gibt's da unten was? Ich glaube, das ist eine Leiche. Okay, weiter dahin geht's nicht. Geht's weiter dahin? Wie weit kann ich in diese Richtung? Auch nicht wirklich weit. Okay, schade. Ich muss in die Steuerung wieder reinkommen. Ich kann da nicht einfach so greifen. Ich glaube, ich muss hier entlang. Okay, funktioniert doch mit dem Greifen. Es hat nur vorhin da unten nicht geklappt. Wir sind auch hier barfuß. Fällt mir gerade auf. Okay, Steuerung auf jeden Fall vom ersten Teil noch nicht verlernt. Ist immer noch das Gleiche. Braucht jemand noch einen Schuh? Ich habe hier einen abzugeben. Hier ist noch einer. Okay, ich kann das da nicht treffen. Schade. Ich frage mich eigentlich, was sind das eigentlich für Welten? Also klar, es sind Albträume. So, wir kommen da nicht mehr zurück. Ich habe eine Idee. Oder warte. Da kommt bestimmt gleich irgendwas.
Ich habe die Befürchtung, irgendwas wird gleich kommen. Oder wollen wir einfach mal aus Fun das mal riskieren mit der Falle? Okay, ich dachte, da passiert mehr. Ich wollte es einfach mal riskiert haben. Oder warte, wenn ich das andersrum mache. Von der Seite. Dann fällt er drunter. Aber wir sind ja nicht drunter. Können wir den Seil hochklettern? Nein. Okay, ich habe mir da deutlich mehr erhofft. Aber man kann ja nicht alles haben. Rennt? Boah, ich dachte schon. Kann ich einen Stein aufheben? Nee. Kann ich da hoch? Auch nicht mehr. Der Weg ist versperrt. Da können wir uns auch wieder erhängen. Kommen wir hier hoch? Ja, okay. Oder so, so geht's auch. So, Falli, da du ja gerade da bist, passt das eigentlich von der Lautstärke her oder ist das zu laut, zu leise? Hier ist ja andere Lautstärke als bei Lucius. Deswegen. Ich könnte vielleicht doch ein kleines bisschen lauter machen. Würde ich mal sagen. Okay, passt. Gut, dann lasse ich das mal. Können wir von dem auch die Herzen rausreißen, wie ein Lucius? Ich glaube nicht. Hier ist noch eine Falle. Deswegen die Schuhe. Aha. Erinnert mich ein bisschen auch an Limbo. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, Limbo. Ich bräuchte jetzt noch einen Schuh. Oder ein paar mehr. Komm. Oh, das... So, das sieht richtig bitter aus. Boah, Limbo müssten wir auch mal spielen. Hätte ich auch irgendwie Bock. Kann ich den ziehen, schieben, wie auch immer? Nee.
Nimm den Ast. Ah. Wenn ich das nicht dahin, so hier. Gibt's da noch mehr? Da hinten sehe ich noch eins. Falsche Richtung. Wir bleiben mal hier drauf. Besser. Das war knapp. Stellt euch vor, der hätte mich am Fuß erwischt. Der kleine Zeh wird einfach abgeschnitten. Das Licht gefällt mir nicht. Ich mache mir so... Ah, okay. Aus. Wer will mich dort drinne fressen? Ich habe Little Nightmares 1 nicht vergessen. War da jemand, der... Nee, ich glaube, hier war jemand mit einem Gewehr, kann das sein? Der uns erschießen wollte. Der auch sehr viel raucht. Okay, kann ich nicht umschmeißen. Erstmal für Lärm sorgen. Oh, diese Melodie. Setze gesammelte Hüte im Pausenmenü auf. Hüte? Wir haben Gesicht. Oh, wie cool. Was gibt's noch für Hüte? Kann man das erkennen? Ein bisschen, man kann es leicht erkennen, ja. Okay, hier können wir nicht weiter. Wo jetzt bin ich neugierig, wie viele Hüte wir schaffen einzusammeln. Wir gehen erstmal hier hin. Vielleicht gibt es hier noch einen Hut oder eine Axt. Die Musik lockt uns auf jeden Fall nach links. Da hinten ist war jemand. Okay, und weg ist sie. Okay,
Können wir da nach oben? Gibt's hier auch noch irgendwas? Nee, okay. Die ist nach oben gegangen. Okay. Komm, nimm die Axt mit. Kann ich den Ball hier kaputt hauen? Den Ball? Dann nicht. Hier kommen wir eh nicht hoch mit der Axt. Das heißt, wir müssen die Axt zurücklassen. Schade eigentlich. Jetzt müssen wir da lang. Jetzt ist die... Na ihr? Können wir das essen? Ich glaube, gut ist das eh nicht mehr. Das Auge vom Jungen auch noch vor allem. Hey, ich will dir nur helfen. Ich glaube, irgendwas hat uns jetzt gehört. Kommt sie hoch? Ja, sie kommt hinterher. Muss ich nach links oder muss ich nach rechts? Nach links, okay. Ach, sie läuft mir hinterher. Ach, wir können Händchen halten. Das ist ja süß. Komm, hilf mit. Ich schaff das nicht alleine. So, das sieht aus, als müssten wir das hier aufmachen, oder? Ah! Und jetzt lasse ich sie da im Stich, oder wie? Da ist die Kurbel. Ich wollte nur die Kurbel, nicht den ganzen Arm. Gibt es noch irgendwas? Das sieht so aus. Kann ich den Arm nutzen? Oder brauche ich unsere Freundin dafür? Weil das sieht aus, als könnte man da hoch. Das ist ja auch so ein Kantenmaler gewesen. Fang! Ach, das ist ja cool. Nein! Ah doch, okay. Guck mal, ich habe einen Schlüssel. Hilfst du mir da nochmal hoch? Hier, hilf mir hoch, hier. Ich muss da hoch. Da war noch was, da war noch ein Kantenmaler. Ich brauch dich da. Will sie nicht. Und jetzt?
Warte mal. Wir können weder in die Richtung. In die Richtung geht's jetzt auch nicht mehr. Oder, warte doch. Das ist ja irgendwie süß. Ach, und das wird jetzt automatisch gemacht, oder wie? Ich brauche nichts zu drücken. Okay, große Schuhabdrücke. Ich hab... Ah, okay, warte. Nee. Auch nicht. Hä? Gibt's da oben irgendwie eine Möglichkeit? Wir müssen da hoch durchs Fenster. Kann das da aber nicht zum Klettern benutzen. Können wir das hier schieben? Ja. Wir können das schieben. Okay. Das müsste reichen. Sie hatte doch auch einen Namen. Wie hieß sie eigentlich nochmal? Ich glaube Seven oder so. Der hat mich erwischt. Das einzige Gruselige an ihm ist nur die Maske. Ich würde jetzt mal riskieren. Vielleicht immer im Schatten bleiben statt im Licht. Nicht ins Licht. Okay, der hat uns zum Glück nicht gesehen jetzt. Thank you.
Und willkommen zurück, Paschi. Wie du siehst, haben wir schon Game gewechselt. Boah, das war jetzt sehr knapp. Ich hoffe, er sieht uns jetzt nicht hier durch. Okay, der sieht uns nicht. Renn, 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 renn! Okay, gebückt bleiben im... Gebückt bleiben im hohen Gras. Und seine Bewegungen merken. Jetzt hat's geklappt. Ich wollte schon sagen, ist sie jetzt auch noch weg? Muss ich in die Richtung? Auch nicht. Stecken wir hier jetzt fest? Wenigstens können wir gemeinsam Händchen halten. Immerhin. Auch wenn wir hier feststecken. Weiß jetzt aber nur nicht, wohin. Ach, hier. Okay. Okay, wir sind draußen. Komm, gib deine Hand. Das ist irgendwie wirklich süß. Meinst du, schaffen wir das? Schaffen wir, oder? warte mal. Fällt mir jetzt erst auf. Spring! Und... willkommen zurück, Freddy. Aid! Sie heißt Aid. Nicht Seven? Oh, ihr Arm müsste doch aufgerissen werden. Der Arm, ihr Arm hätte mit mir in den Abgrund fallen sollen können. So. Aber ja, Freddy, wir sind mit Lucius 3 durch. Nee, das ist kein Multiplayer. Der dritte Teil soll Multiplayer werden. Aber was ich mitbekommen habe, man kann, ich wollte schon jetzt Lucius sagen, Little Nightmares 3 auch solo spielen. Das ist dann genauso wie hier. Warte, ich sehe da noch einen Hut. Nein, oben, nach oben, nach oben, nach oben. Das muss einreißen.
Wir haben einen neuen Hut. Du bist das Monster in dieser Wohnung, Freddy. Okay, wenn du meinst. Eigentlich bin ich das schlimmste Monster hier. So viel Enttäuschung, wie ich, wie von wegen mir ertragen ist. Yo! Klettern! Komm, 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 komm! Alter! Die Arm müsste wieder niedergerissen werden. Das lese ich gleich vor. Also, oder. Beziehungsweise jetzt haben wir Zeit. Ja, ja, Max, mit dir wollte ich mich nicht vergleichen. Da verliere ich. Aber wenn meine Schlafzimmertür mit einer dieser Türen aus Monster AG connected wäre, gäbe es für Mike Glotzkowski erstmal eine knackig rechts-links-Kombination. Okay, er müsste jetzt aber weit genug weg sein. Oh nein! Meine Mütze ist nicht mehr. Ist nicht mehr gelb. Mist, 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 Mist. Wie hat er uns da jetzt entdeckt? Weil sie so weit nach darin geht. Nein! Er geht weiter. Er hat mich durchs Wasser. Hey, das schaffst du wohl. Oh nein, das wird gleich. Komm ich da hoch? Ja. Ist wenigstens ein Härtchen drauf. Okay, hier oben dürfte er uns jetzt nicht mehr sehen.
Okay, ist halt gespeichert. So, schnell, 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 schnell. Hey, komm. Ja. Alter. Können wir das wieder hin? Nee, aber der ist hinüber. Können wir die Waffe mitnehmen? Wäre schön, wenn wir die mitnehmen könnten. Okay, aber den haben wir schon mal erledigt. So, jetzt ein Seemannslied bitte einfügen. Was tun wir mit dem betrunkenen Seemann? Was tun wir mit dem betrunkenen Seemann? Was tun wir mit dem betrunkenen Seemann? So früh schon am Morgen. Auf, ab, so geht die Reise. Auf, ab, der Wind weht leise. Auf, ab, die Wellen schlagen. So früh schon am Morgen. Zwei kleine Menschen begehen Hausfriedensbruch, erschließen den Bewohner mit seiner eigenen Schrotflinte und werden dafür noch heroisiert. Gaming im Jahr 2024, meine Damen und Herren. Wo du recht hast. Lange Schifffahrt oder Treibbootfahrt, eher gesagt. Und da hinten das Schiff von Davy Jones. Oder nee, ist doch eine Stadt. Mit Häusern, die einstürzen, wie das aussieht. Stürzen die ein und... Die stürzen nicht ein. Die lehnen sich einfach nach vorne. Ist doch ein bisschen gruselig. Das soll exemplarisch darstellen, wie weit es Jack und Rose aus Titanic hätten schaffen können. Ja, da glaube ich auch. Boah, ich finde das süß. Ich finde das richtig süß, dass man hier einfach Händchen halten kann. Hier, komm mit. Komm mit. Da vorne. Da ist was. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Okay, nächstes Kapitel. Da hat jemand seine Klamotten zum Trocknen hingehangen. Komm, Aid, wir gehen.
Die lästern. Können wir dahin weitergehen? Müssen wir das sogar oder gibt es hier noch irgendwie was? Ich glaube, wir müssen da rein. Dann geh ich mal in diese Richtung. Ich glaube, das wird nichts mehr dahin gehen. Kann ich sie rein theoretisch auch da einfach runterschubben? Hallo? Mit in den Tod ziehen? Ab hier lässt sie mir die... Lässt sie meine Hand los? Ich glaube, da will einfach einer nicht sterben. Dabei ist das nur die Erlösung, hallo? Von diesen ganzen Albträumen hier. Beim Friseur haben die auch ihre Klamotten alle da gelassen. Ist der Exodus geschehen? War doch der Exodus, glaube ich, oder? Okay, speichert noch einmal. Und jetzt? Wie soll sie hier jetzt rüberkommen? Da will einer einfach nicht sterben. Ach ja? Die Leute werden heutzutage alles zu gut behandelt. Damals ohne Arbeitsschutz, Gewerkschaft und diesem ganzen Scheiß waren die Mitarbeiter alle ein bisschen mutiger. Kann man auch so sehen. Fahrstuhl. So, ich guck mal, ob ich sie irgendwie hier rüber bekomme. Ah! Okay, sie geht jetzt da oben. Ich möchte noch mehr Hüte eigentlich. Boah, was für eine Kraft sie in den Armen haben muss, mich jetzt schon das dritte Mal mit ihrem Arm da aufzufangen, aus so einem Sprung. Hier müssten doch schon längst irgendwelche Sehnen oder so gerissen sein. Warum sammeln wir die so ein? Da hat jemand seine Klamotten erhangen. Okay.
Einstellen der Sendung. Und dann diese Musik. Dass sie verschoben werden? Oder komm, wir gehen mal da lang. Ich will noch mehr Hüte finden. Ich will mehr Hüte. Ich will wissen, was das alles für Hüte sind hier. Das hier will ich wissen. Das hier. Das alles. Immer diese ganzen Updates der Gothic Unreal Beta. Ich sollte da echt mal wieder reinschauen. Ich muss da auch mal eigentlich überhaupt mal reinschauen. Ich kam bis jetzt noch gar nicht dazu. Wollte ich aber. Ist sogar tatsächlich in meiner To-Do-Liste. Aber wenn du da reinschaust, Falli, kannst du mir gerne, gerne was zu berichten. So. Was da besser ist oder so. Ich hab zu tun. Götterdämmerung und Arcania. Danach kann ich machen, was ich will. Ja, du hast noch Risen 1, 2 und 3 vergessen. So wie Ilex 1 und 2. Alles ist halt Unreal. Ja, ist ein Argument. Kann ich mit dir wippen? Komm, ey, du setzt dich auf die eine Seite, ich auf die andere, ja? Komm, setz dich drauf, ich schub's dich an. Ey, du weißt, du bist fucking unromantisch. Bisschen abhängen. Sie spielt. Sie spielt auch ein bisschen, okay. Okay, ich muss wirklich mal in die Unreal-Version von Gothic mal reinschauen. Und Freddy, es heißt dann wirklich nur reinschauen und nicht Let's Play. Würde ich erst machen, wenn das fertig wäre. So, wo muss ich eigentlich lang? Autsch. Komm, ich will da hoch. Okay, sie lehnt sich jetzt an das Tor. Spielt sie mit mir, wenn ich ihr den Ball zuwerfe? Werfen muss ich erstmal lernen. Ich glaube, hier entlang. Kommst du? Ich habe hier einen Weg gefunden. Gothic VR gibt es auch noch. Das, ich glaube aber, mittlerweile kommt alles auch einmal als VR-Version raus. Gibt es das dann auch für die PlayStation 4? Denn dafür habe ich eine VR-Brille. Für den PC leider nicht. Okay, die Augen wurden ausgestochen.
bei den Bildern. Seht ihr das? Erkennt ihr das? Außer von dem da ganz rechts. Der hat noch seine Augen. Hier hat auch noch seine Augen. Warte mal. So ist noch scharf. Ab jetzt verwischt es. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Idee ist, hier reinzugehen. Sie nimmt sich einen Würfel mit. Das ist ja süß. Ist ja das Spielzeugbaby nicht. Warte mal, da ist was mit einem Auge. Kann ich das da wegmachen? Nee. Hier komme ich auch nicht hoch. Stimmt, das Gothic 2D-Projekt ist ja ebenfalls auch normal. In meiner Dings. Hier, 8. Ist die Puppe? Hier ist für dich. Okay, dann nicht. Warum waren wir jetzt hier? Gibt es hier irgendwo eine Mütze oder so? Ein Hut? Nein, nicht zumachen, aufmachen. Damit wir hier auch raus können. Okay, ich glaube, wir müssen dadurch. Hier ist irgendwie irgendwo irgendwas. Was uns weiterbringt. Ich hänge gerade fest. Ich kann gerade nichts machen. Ich kann nichts machen. Warte mal. Neustart von Kontrollpunkt. Ich steckte da gerade wirklich fest. Ich konnte mich nicht bewegen. Gar nicht. Also warte mal, genau, das hier war dann. Ah, okay, da kommt Licht raus. Also dahinter ist irgendwas. Müssen wir wahrscheinlich bewerfen oder so. Deswegen wollte sie den Würfel mitnehmen. Komm, ich nehm den gelben, du nimmst den blauen, ja? Sauber geworfen. Vierzig Striche. Ja. Und jetzt? Wir gehen hier lang. Also hier. Ach, hier müssen wir gebückt sein.
glaube, wir müssen hier runter. Komm. Ich habe gar nichts, um Licht anzumachen, ne? Das war im ersten Teil noch anders. Okay, das Geräusch macht mir schon Sorgen. Achso, wenn 8 so rumläuft, dann können wir auch so rumlaufen. Ich wollte doch nur den Ball. Da hinten läuft was. Ich hör's. Was, wenn ich den jetzt werfe? Gibt's hier auch noch irgendwas? Hier ist ein Rucksack. Okay, es war gar nicht schlau hier vorne. Ich hätte getroffen werden können. Warte mal, ist das denn einfach nur... Okay, das ist nur Papier. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das schlau ist, da hinzugehen, während der Junge da ist. Kids haben die Fallen gemacht.